Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Umstand, über den wir heute sprechen, dass der Senat hier diese beiden Verfahren an sich gezogen hat, zeigt vor allem eins und zeigt das gestörte Verhältnis der Dauerregierungspartei SPD zur direkten Demokratie in diesem Lande. Das eine mag mit dem anderen zusammenhängen. Aber es ist noch einmal daran zu erinnern, was hat denn Michael Müller im innerparteilichen Wahlkampf versprochen und hat das den Berlinerinnen und Berlinern, nicht nur den Parteimitgliedern versprochen, beispielsweise in der Berliner Zeitung vom 20. Oktober letzten Jahres. Er hat dort reumütig eingestanden nach dem verlorenen Tempelhof-Entscheid wörtlich. Es geht um mehr Beteiligung der Bürger, auch in ganz harten Fragen der Bebauungspolitik. Und weiter im Text, Politik muss Teilhabe zulassen. Und was macht der von ihm geführte Senat? Das Gegenteil. Er macht genau das Gegenteil. Er bremst die Bürgerbeteiligung sowohl in Neukölln als auch hier in Mitte aus. Ich könnte die Zitate noch fortsetzen. In der Morgenpost hat er etwas Ähnliches erzählt von Partizipation und Bürgerbeteiligung. Und auch der sich als Messias der direkten Demokratie und der Bürgerbeteiligung inszenierende Fraktionsvorsitzende der Berliner SPD, Raed Saleh, der es vorzieht, an dieser Debatte gar nicht teilzunehmen, hat ganz ähnlich auch im Rennen um die Bürgermeisterposition in diesem Land, also den innerparteilichen Rennen der SPD, sich ganz ähnlich geäußert und hat schon im Tagesspiegel im Juni verkündet, bei wichtigen Vorhaben soll es konsultative Volksbefragungen und verbindliche Referenden geben. Und was macht der von ihm gestützte Senat? Das genaue Gegenteil. Er verhindert, dass hier die Bürger in einem vergleichbaren Verfahren ein konsultatives Referendum über die Bebauungspläne in Mitte und in Neukölln abhalten. Auf seiner Homepage, das soll das letzte Zitat hier sein, wirbt er für bessere Bürgerbeteiligung und mehr direkte Demokratie. Da muss sich die SPD-Fraktion schon fragen lassen, sind das alles nur Sonntagsreden? Waren das alles nur Versprechungen im innerparteilichen Machtkampf um die Position des regierenden Bürgermeisters? Oder ist das tatsächlich von Ihnen auch gelebte Politik? Dann sollten Sie Ihren Bausenator Geisel hier stoppen, wenn er hier ein Verfahren nach dem anderen an sich zieht und damit die direkte Demokratie in den Bezirken hier aushebelt. Und Kollegin Hausdörfer, es war ein Foulspiel, was Sie hier gemacht haben. Da war nicht plötzlich die erkannte übergeordnete Bedeutung dieser Bauvorhaben, sondern es ist erkannt worden, dass es hier schwierig wird, diese Bauprojekte durchzuziehen, weil es eben hier Bürgerbegehren gab, die da anliefen. Und das hat nichts mit einem Erkenntnisprozess zu tun, dass der Senat plötzlich erkannt hat, dass diese Vorhaben stadtpolitische Bedeutung haben, sondern Sie haben ganz bewusst dieses Instrument hier genutzt, um die Bürgerbeteiligung leerlaufen zu lassen. Und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht im Sinne des Gesetzgebers, das ist ein Foulspiel. Und deswegen ist es auch völlig richtig, dass die Linken mit dem heutigen Antrag eine Debatte hier beginnen im Haus, wie man dieses zukünftig abstellt, wie man dem zukünftig entgegenwirkt, dass das in dieser Form nicht wieder vorkommt. Wir finden das einen interessanten Vorschlag als Grüne, ob das der Weisheit letzter Schluss ist oder ob man an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal gucken muss, ob man nicht damit auch Effekte auslöst. Stichwort Windhundrennen, man muss sofort anmelden, das Bürgerbegehren, um dann es zu stoppen, die Bauvorhaben. Und ob man nicht einen bestimmten Anteil von vielleicht auch gesammelten Unterschriften oder Verfestigung des Bürgerwillens braucht, um hier die Sperre auszulösen, das werden wir in den Ausschüssen noch beraten. Aber es geht völlig in die richtige Richtung und wir sind an Ihrer Seite, wenn es darum geht, hier die sehr guten Instrumente der direkten Demokratie, die man an der einen oder anderen Stelle immer noch besser machen kann, gegen diesen Senat zu verteidigen und den Bürgerwillen hier zum Durchbruch zu verhelfen. Ich danke Ihnen.